da geradeaus ist auch typisch. Jetzt da diese Hügel, die da vorne sind. Mal schauen, ob wir da mal wieder einen Ausblick haben. Oh, da kamen wir hier zum Zaun. Wir guckten hier auf den Weg und da sahen wir irgendjemand dort im Schnee liegen. Wir gehen langsam auf ihn zu. Wir hatten Angst, er war leblos. Wir wussten aber nicht, was er hatte. Ganz ruhig gingen wir. Wir waren wieder stillgestanden und dann sahen wir, dass er keine Bewegung mehr macht. Sein Atem ging nicht mehr. Etwa 3 Meter vor der Person blieben wir stehen und schauten. Er war tot. Sofort gingen wir zum Bauern und meldeten den Fund. Da er kein Telefon hatte, mussten wir noch 200 Meter rennen, bis wir zum Telefon waren. Und dann kam die Polizei. Ich kenne eine Frau, die ist dort in der Nähe aufgewachsen, wo Walser seinen Spaziergang beendigt hat, wo er gestorben ist, etwas darunter. Und die hat erzählt, wie sie als Mädchen da auf dem Bauernhof gearbeitet haben und das Gras gedreht und so weiter. Und dann sei so ein alter Mann gekommen mit einem komischen Hut und einem Schnurrbart und so. Schirm, nicht wahr? Und so vorbei. Und dann haben sie immer gesagt, grüßt sie und dann nicht reagiert. Vielleicht, nein. Ganz klar, einfach reagiert, nicht wahr? Und dann gelegentlich haben sie immer gesagt, jetzt fragen die Mann, wie er heißt. Und dann haben sie gesagt, wenn er gekommen ist, haben sie gesagt, wie heißen so und so, und wie heißen sie? Und da hat er gesagt, Wald. Und haben sie nachher immer gesagt, grüß Gott, Herr Wald. Schindeln, weißt du, als Hausverkleidung, so Holzschindeln. Voralpen. Ist auch schön, die Landschaft. Das weiß ich noch nicht, was für welche, noch eine Dominikanerin.
Sof ist er zuerst gsi, dann ist er da hergekommen, in die Schmiedefuhr, in den Wald. Ist er dann irgendwie in Süden gelandet, wie man Dingsbums, als bis er dann, Knecht worden ist. Und so war er während der Schule da? Während der Schule. Ja. Wir leben nicht schön, die Landschaft. Wie beurteilen Sie denn die Rolle von Karl Selig? Sehr positiv. Sehr positiv. Ja. Weil es gibt ja auch andere Dinge, wo es heißt, er hätte den Walser sozusagen abgezockt oder was. Ne? Nein, das ist, man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Der Selig hat ja unheimlich viel für die Emigranten gemacht. Mhm. Und er kam ursprünglich auch aus einer jüdischen Familie, wie der Name ja, ist klar. Auch andeutet. Und wer negativ über ihn spricht, ist der Jochen Greven, der im Jahre 1957 als blonder Hühne aus Deutschland kam und natürlich sehr rasebegeistert war. Und der ist beim Selig reinmarschiert und hat so ungefähr gesagt, beiseite treten, alles herausweg. Und da hat der Selig natürlich so gemacht. Ja, ist ja klar. Und das versteht man. Ja.